jetzt ein Preludium von Bach und dann die Sonate von Schubert A-Dur. Die ist zwar einer der nicht sehr großen Sonaten, so wie die letzten drei Sonaten oder die einigen Sonaten aus der spätmittleren Periode. Und dennoch nimmt sie eine Sonderstellung in seinem Sonaten-Oeuvre ein. Meines Erachtens, das ist die A-Dur-Sonate, die kleine A-Dur-Sonate, Opus 220, weil sie eigentlich das verkörpert, was wir also sozusagen in unserem Empfinden und unserem allgemeinen Verständnis von Schubert alle halten. Und man kann ja dagegen nichts viel tun. Ein guter Freund und war Intendant der Berliner Philharmoniker seinerzeit, Peter Giert, hat mir einmal gesagt, hat mich belehrt, hat gesagt, ja, die Menschen haben halt ihre Vorurteile und diese Vorurteile muss man akzeptieren, mit denen müssen wir leben. Und das Vorurteil von Schubert, dass er sehr viele Walzer und Ländler komponiert hat und Forelle, das ist eigentlich in dieser Sonate sehr gut beinhaltet. Und deshalb aus der Perspektive sozusagen wenn man das zurück betrachtet, dann ist es ja gut, dass diese Sonate das verkörpert, was man sozusagen auch im allgemeinen Empfinden über Schubert auch mit assoziiert. Insofern halte ich diese Sonate für eine sehr bedeutende, eine wichtige Sonate. Für mich persönlich hat sie oder weist sie Parallelen auf zu Forellen, vor allem zum Forellenquintett und auch nicht nur wegen der Tonart A-Dur, sondern auch die ganze Stimmung im dritten Satz. Also Sie werden es hören, ich hoffe. So, jetzt also machen. Thank you.
Thank you.
Thank you.